ich bin Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Ich zeige euch heute mal die Profimaschine 550 XP von Husqvarna. Wird ihr die richtig starten könnt und richtig bedient. Das sind die neuen Maschinen, die haben eine elektronische Steuerung. Heißt, die brauchen weniger Kraftstoff, sind automatisch angepasst, egal wie das Wetter ist. Und damit kann ich bis mittelgroßen Baumbestand eigentlich alles machen. Von der Bedienung her ganz einfach. Da haben wir eine Piktogrammform das nochmal angezeichnet. Erstens Hebel ziehen, nach oben gehen. Dann zweitens Dekompressionsventil eindrücken, dann geht es leichter ziehen. Dann hier Primer dreimal drücken. Dann viertens anziehen. Die macht dann einen kurzen Husterer und geht gleich wieder aus. Dann gehe ich mit dem roten Hebel wieder auf normal, Halbgas, und dann ziehe ich nochmal an und dann läuft sie. Wichtig ist natürlich vorher Schutzausrüstung anlegen, Schnittschutzschuhe, das ist zum Beispiel von der Firma Oregon, der Yukon-Schuh. Das ist ein günstiger Einstiegsschuh, sehr gut vom Preis-Leistung, kann ich nur empfehlen. Hohe Schafthöhe, da ich nicht umknick, mit Kappe entsprechend, dass da nichts passieren kann. Das ist dazu eine Schnittschutzhose entsprechend, KWF geprüft auch. Und dazu Profihelm von der Firma 3M, ist jetzt in Neongelb mit einem 3-Zonen-Sichtgitter. Hat den Vorteil, im Sichtbereich kann man da besser durchschauen. Habt ihr ja, wenn schlechte Sichtverhältnisse sind im Wald oder so, mehr Durchblick. Hat einen UV-Indikator, das ist das Teil in der Mitte. Das zeigt an, wann die Helmschale von der UV-Strahlung so angegriffen ist, dass man sie erneuern sollte, aus Sicherheitsgründen. Die Schale gibt es auch einzeln zum Nachkaufen, also man muss nicht den ganzen Helm wegschmeißen. Zeige ich euch jetzt praktisch. Zwei sichere Methoden gibt es. Entweder man klemmt es zwischen die Füße, gescheit einklemmen, dass er stabil in der Hand liegt, oder man stellt einen Fuß rein, geht beides problemlos. Wie gesagt, das andere haben wir eh schon gemacht, gedrückt alles, dann brauchen wir bloß noch am Starter ziehen. Nicht vergessen, Bremse reinmachen, dann ist es am sichersten, weil dann läuft die Kette nicht mit. Dann anziehen. Die macht einen kurzen Husterer. Wichtig, dann nicht weiterziehen, weil sonst wird es absaufen. Sondern dann eins runtergehen und dann wieder anziehen. Wie gesagt, aufpassen, weil wenn die Bremse nicht drin ist, wird die Kette mitlaufen. Dann anziehen. Kurz Gas geben, geht auf Standgas, Bremse frei machen. Nach unten drücken. Man sieht, mit der Maschine kann man auch dickere Sachen machen. Das ist jetzt eine 38 cm Schiene. Da gäbe es auch noch ein 45er Schwert dazu, wenn man eher dicke Sachen macht. Also die Maschine hat richtig Power, macht richtig Spaß. Das ist was für einen Profi-Anwender oder halt für einen Privatanwender, der wo halt richtig was machen möchte. Also da kann ich ausrasten vom Gewicht her noch mit der Maschine, weil es nicht so schwer ist. Und ich kann aber auch, wie ihr seht hier, also auch schon dickere Sachen machen. Wie gesagt, das ist jetzt ein 38er Schwert im Vergleich. Da komme ich fast an einem Satz schon durch. Mit der längeren Schiene gehe ich jetzt auf einmal. Ansonsten kann ich aber auch von zwei Seiten schneiden und gehen natürlich auch mehr. Wenn es euch gefallen hat, macht es ja, gefällt mir, ihr könnt es mir ja gerne abonnieren. Ihr kriegt hier immer Tipps, wie man die Sägen richtig startet, bedient oder auch anderes nützliches Hilfsmaterial, Sicherheitsausrüstung. Wenn es bei mir die Säge kauft, kriegt ihr eine genaue Beratung. Ich zeige euch alles genau. Und wenn ihr später ein Problem habt, könnt ihr jederzeit kommen. Wir haben eine eigene Werkstatt, wir reparieren die Geräte, auch wenn was wäre. Oder Garantie natürlich auch.
Profibereich, also alles was Waldarbeiter haben und Firmen, ist ein Jahr Garantie. Privatbereich habt sogar 2 Jahre Garantie. Danke für die Aufmerksamkeit und da hat mich freut, wenn wir uns wiedersehen.